Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen. Ja, ihr fragt euch wahrscheinlich, was ich hier gerade in der Hand habe. Ja, das sind die Gräten von einem dicken, fetten Pottwal, den ich vor 5 Jahren hier in der Spree mal geangelt habe. Natürlich war das jetzt kein Pottwal in dem Sinne. Das sind die Querstangen, die oben im Dachhimmel drin sitzen, beim Volvo P245. Das sieht halt so aus. Die Dinger sind auch recht flexibel. Das ist irgendwie so ein Stahl. Da ist halt Spannung drauf. Ne? Ja, wozu braucht man den? Für den Dachhimmel. Da sind hier hinten so eine Laschen angeschweißt an dem Dachhimmel. Ne? Also so sieht er halt von vorne aus. Potthässlich und dreckig. Und von hinten hat man dann halt diese Laschen, da wird es durchgeschoben und dann bekommt halt der Dachhimmel im Innenraum sozusagen seine nach oben gebogene Form. Also hier ist halt das Dach und hier unten ist der Innenraum sozusagen. Und mit diesen Teilen hier wird es an der Seite dann in diesem Blechverstrebung halt sozusagen eingehakt. Ja, warum erzähle ich euch das Ganze? Und zwar geht es ja darum, oder ging es darum, ich habe jahrelang so einen Schwamm hier bei mir im Auto liegen gehabt, weil mich hat immer gestört, dass der Dachhimmel so dreckig ist. Ja, also was macht man, wenn was dreckig ist? Man macht es sauber. Also habe ich mir mal so einen Schwamm reingelegt, so Gedächtnisstütze. Du willst es ja mal ausprobieren. Jetzt lag der immer vorne im Armaturenbrett in der Ablage drin. Und ich habe ihn ungelogen 3 oder 4 Jahre mit mir spazieren gefahren und habe ihn nicht angewandt. Das war jetzt ein anderes Modell, nicht so dieser hier, der ist jetzt halt von einer anderen Firma, aber ist total egal. Es geht um dieses Weiße hier, diesen Radierschwämme nennt man die Teile, die kennt ihr mit Sicherheit. Damit kriegt man wunderbar irgendwelche Krakeleien von den Kindern, von der Tapete, also nicht von den Kindern, sondern von der Tapete, wo die Kinder drauf rumgekrakelt haben, wieder runter. Und ja, damit wollte ich es probieren und irgendwann habe ich es dann auch probiert und habe dann halt gedacht, ja, testen wir das Ganze doch mal. Und wie macht man das am besten mit dem Testen? Indem man halt ein Mittel zur Hand nimmt, was eigentlich jeder Autofahrer dabei hat, nehme ich zumindest mal an, Fensterputzmittel. Und ich hatte halt genau dieses blaue, und um dieses geht es hier nämlich auch, das blaue Fensterputzmittel, das gibt es von allen möglichen Firmen, kriegt ihr im Supermarkt, in der Drogerie, die hauseigenen Marken, das gibt es in blau und in gelb oder in weiß vielmehr, in durchsichtig vielmehr, wässrig, da ist dann irgendwie noch Zitrone drin oder so. Aber ich habe halt das blaue gehabt, weiß gar nicht warum, ich glaube das war das Einzige, was gerade zu haben war. Habe dann halt diesen Schwamm damit eingesprüht und vom Sitz aus über mir dann halt angefangen, den Dachhimmel zu reinigen. Jetzt hat das wunderbar funktioniert. Ihr seht es hier auf den Bildern, es ist nur ziemlich scheckig. Das Problem ist nämlich, das hier ist ein Vinylspannhimmel. Also das heißt, ich versuche hier gerade mal so ein Stück abzuwickeln. Wartet mal, wie habe ich das? Oh. Ja, der ist halt über 2 Meter lang, deswegen kann ich den jetzt nicht einfach mal ausklappen. Den kann man so ein bisschen ziehen. Ich weiß nicht, ob ihr das hier seht. Der ist so ein bisschen flexibel. Und der ist ja eingespannt oben im Dach. Und dadurch hat man halt nicht so wirklich die Möglichkeit, jetzt im eingebauten Zustand Druck aufzuüben. Weil man schiebt den immer nur hin und her. Also das ist halt hier so ziemlich flexibel, das Ganze. Ne? Also habe ich dann, nachdem ich schon so ein paar Flecken verursacht habe, was heißt Flecken? Also es wurde halt sauber an der Stelle, wo ich mit dem Zeug rangegangen bin. Also war dann halt die Überlegung, der Dachhimmel muss raus. Das geht eigentlich relativ einfach. Also das ist halt hier Dachhimmel. Ne? So sieht der aus. Und zwar ist Folgendes bei dem Dachhimmel. Der ist ringsrum, hat er hier diese Kettelbänder drin, oder wie sich die Dinger hier nennen. Und diese schwarzen Teile, die hier rangenäht sind, damit wird er an Blechstreifen, die ringsrum am Dach angebracht sind, dahinter wird das eingehakt.
Und die Problematik ist dabei aber, dass diese Blechstreifen mitunter zu dicht am Dach dran sitzen, beziehungsweise man muss erstmal alles, was irgendwie am Dachhimmel angrenzt oder angebracht ist, muss man erstmal demontieren. Das sind halt, vorne ist es die Sonnenblende, da habe ich gleich den ersten Schreikrampf gekriegt, weil die Halterung, die außen dran sitzt, wo man dann die Sonnenblende nach außen oder nach innen drehen kann und dann halt rauf und runter klappen kann, und diese Halterung davon, die habe ich nicht abgekriegt, weil ich bin mit keinem Werkzeug daran gekommen. Ich habe keine Nuss gehabt, die darauf passte. Zumindest nicht von meinem super guten Werkzeugkasten, den ich da habe. Da muss man aber erstmal drauf kommen, dass man dafür nicht einfach irgendeine Nuss nehmen kann, weil die sind zu dickwandig und dann passen die da irgendwo nicht rein. Das war die erste Hürde. Das Ding ging dann aber irgendwann, wie gesagt, mit der richtigen Nuss ging es runter. Ihr müsst dann halt, also die Sonnenblenden müssen runter, vorne der Spiegel, der geht eigentlich ganz einfach. Da zieht ihr einmal kräftig dran nach innen. Die Platte, die da drunter ist, da sind einfach nur zwei Schrauben drin, die dreht ihr raus und fertig ist das Ding. Jetzt kommt aber bitte nicht auf die Idee, die Platte wieder auf den Spiegel drauf zu stecken. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr das Ding wieder auseinander kriegt, dürfte irgendwo so Richtung Lottogewinn gehen. Die Haltegriffe, die müssen runter. Da müsst ihr einfach nur an der Seite, wo die Befestigungen sind, diese Kappen so ein bisschen ablösen und nach innen wegschieben, so dass sie dann halt über den Haltegriff sich rüberschieben, und darunter sitzen vorne und hinten jeweils zwei Schrauben, rausdrehen, fertig. Was haben wir noch? Wir haben, achso, ja, übrigens, wenn ihr ein Fahrzeug habt, also einen P245 mit Kindersitzbank hinten drin, also mit der dritten Sitzreihe, dann habt ihr über dem Einstieg, also über der, wo die Heckklappe aufgeht halt, am Dachhimmel, ist nochmal ein Haltegriff. Der funktioniert genauso wie die vorne auch. Solltet ihr ein Fahrzeug haben, welches ein Glasdach drin hat von Volvo, das Originale, dann funktioniert das Ganze jetzt hier gerade nicht, was ich erzähle, weil da ist der Himmel nämlich eingeklebt. Ja, und den heil rauszukriegen dürfte ziemlich schwierig sein. Warum die das geklebt haben, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich, weil sie da irgendwie mit den Bügeln nicht arbeiten konnten, haben sie keine Spannung reingekriegt oder so. Ich weiß es nicht. Also irgendwie soll der wohl geklebt sein. Ich habe kein Glasdach drinnen, Gott sei Dank. Ich kann einfach den Himmel so rausnehmen. Dann habt ihr Laderaumgitter vielleicht drin. Das müsst ihr rausnehmen. Und da müsst ihr oben die Beschläge rausnehmen. Das sind auch gleichzeitig die Beschläge oder vielmehr die Anschlagpunkte für die hinteren Gurte, wenn ihr halt die Kindersitzbank drin habt. Also die müssen dann sowieso runter. So, und jetzt wird es ein bisschen fummelig und ein bisschen schwierig, weil das Ganze sozusagen sehr brüchig ist. Die A-Säulenverkleidung muss runter, vorne über der Windschutzscheibe, das ist das Einzige, was noch stabil ist, habt ihr eine Leiste, die muss runter, weil die nämlich gleichzeitig an der Seite die A-Säulenverkleidung mit festhält oben. Also ihr müsst halt die A-Säulenverkleidung rausnehmen, die geht noch am einfachsten. Wenn ihr die rausnehmen wollt, müsst ihr nur oben halt über der Windschutzscheibe die Leiste, die da dran ist, und von der Tür diesen Kantenschutz. Den könnt ihr gleich komplett rausnehmen, weil Fahrer und hinten, also die vorderen Türen und hinteren Türen, da müsst ihr sowieso ran. Der wird einfach nur abgezogen. Tipp dabei, wenn ihr den abgezogen habt, dann drückt den einfach wieder so zusammen. Das ist so ein U-Profil, wo innen drin so kleine Zähnchen sind da, glaube ich, sogar drin, dass das so ein bisschen festhält. Und das müsst ihr einfach wieder zusammendrücken. So einfach mal so einfach lang gehen, das ganze Band wieder zusammendrücken. Dann hat es hinterher, wenn ihr es wieder raufschiebt, nämlich die Spannung, dass es alles wieder ordentlich zusammenhält. Weil sonst kann es passieren, dass euch das Ding immer wieder runterkommt. Das ist so ein kleiner Tipp am Rande. So, wenn ihr alles abgebaut habt, beziehungsweise die B-Säulenverkleidung, ab da wird es richtig knifflig. Also ihr habt oben den Gurtanschlag oder den Umlenkbügel vom Gurt, der ist offen dran verschraubt. Das heißt, da braucht ihr nur die Schraube rausdrehen, dann fällt euch das Ding schon runter. So, aber ungefähr auf halber Höhe verschwindet der Gurt mit mal hinter die Verkleidung. Und das ist der knifflige Punkt. Also da wirklich lieber mit zwei Leuten arbeiten als mit ein zu wenig, weil da bricht es sehr gerne durch. Ihr müsst nämlich, wenn ihr jetzt die Fenster oder die Türverkleidung bzw. diesen Kantenschutz da rausgezogen habt, diese schwarze Gummi-Zingsbums da, was ich euch genannt habe, wenn ihr das rausgenommen habt, dann ist das nämlich schon fast lose, das Teil. Das hängt dann wirklich nur noch oben drin bzw. an der Schraube von dem Umlenkbügel. Wenn ihr das Ding jetzt aber rausgenommen habt, dann hängt das wirklich nur noch irgendwie am seidenen Faden.
Das heißt, da müsst ihr ordentlich festhalten, also nicht gegendrücken, sondern festhalten, dass es nicht rumfällt und dann mit mal zusammenklappt und sozusagen in die ewigen Jagdgründe abdriftet. Jedenfalls, wenn ihr das gemacht habt, dass ihr den Gurt rausgefädelt habt, die B-Säulenverkleidung rausgenommen habt, das ist der erste schwierige Part. Der zweite schwierige Part ist dann nämlich die C-Säulenverkleidung, weil die ist einmal vorne an der Tür wieder in dieser Leiste drin. Da zieht ihr einfach wieder diese Gummileiste ab, dann geht das eigentlich schon. Und zum anderen ist es hinten am Laderaumfenster, also an dem großen Seitenfenster, was hinten über den ganzen Laderaum geht. Da ist es in der Gummidichtung mit drin. Und da solltet ihr dann halt ein solches Demontagewerkzeug benutzen. Mein Tipp ist, fangt damit unten an. Unten am Fenster und versucht das ganz vorsichtig rauszufringen. Am idealsten macht ihr das, wenn es schön warm ist draußen, dass das Gummi ein bisschen weich ist. Jedenfalls vorsichtig beigehen. Die Dichtung geht schnell kaputt und dieses Plastikteil. So, jetzt hängt das Plastikteil aber nicht nur an diesen beiden Punkten, sondern es ist ja ein P245, also ein Kombi, der hat eine Rücksitzbank, die man umklappen kann. Und da sind die Beschläge, diese Kunststoffverkleidung der C-Säulenverkleidung halt auch noch mit fest. Da müsst ihr halt die Bank vorklappen und dann halt die Beschläge lösen. Da sind, glaube ich, 3 Schrauben drin, wenn ich es richtig im Kopf habe. Innenraumleuchten, da habe ich hier auch mal eine, die gehen total einfach. Manch einer denkt immer, um Gottes Willen, wie schwer geht so eine Lampe raus? Nee, die hängt ja jetzt so oben im Dach drin. Zeig dich hier gerade mal, das ist so ein ganz popliges, olles Ding. Ja, wie kriegt man die jetzt auf, wenn das jetzt halt hier so am Dach drin ist? Habt ihr hier einmal den Schalter, mit dem ihr auf Türkontakt oder Dauerlicht oder ausstellen könnt. Und hier ist so eine kleine Kerbe drin. Da könnt ihr einfach mit dem Fingernagel drunter gehen. Jetzt ist das natürlich in der Hand ein bisschen blöde, aber das Ding hängt ja fest am Dach dran und dann könnt ihr es einfach auseinanderziehen. Und dann habt ihr hier die beiden Schrauben, die gehen durch den Dachhimmel durch. Beziehungsweise die ganze Lampe sitzt sozusagen auf dem Dachhimmel drauf und das müsst ihr dann halt abnehmen, damit ihr den Dachhimmel rausnimmt. Das Loch ist aber so groß, ihr braucht das Kabel nicht abziehen. Hier sind ja zwei Klemmverbinder drauf, die braucht ihr nicht abziehen. Einfach nur die Lampe so runterbaumeln lassen, durchfädeln und dann geht das schon. Ja, jetzt habt ihr halt den Dachhimmel im Endeffekt freigelegt. Ihr könnt ihn ausbauen. Nur wie baut man den aus? Beim P245, um den es ja hier gibt, fangt ihr am besten hinten an. Und zwar macht ihr den Laderaumdeckel auf und dann seht ihr sozusagen die hintere Kante. Mal gucken, ob ich das hier so darstellen kann. Ich habe es aber auch auf dem Foto drauf. Das blende ich jetzt einfach mal ein. Und damit hängt er jetzt da halt dran. Und dann zieht ihr einfach nur so ein bisschen dran, dann merkt ihr schon, es kommt runter und dann geht ihr einfach die ganze Querseite einmal durch und fangt von hinten an, geht nach vorne. Wenn ihr jetzt an dieser ersten Querstange hier angekommen seid, dann biegt ihr die so ein bisschen zusammen und schiebt das Ganze weiter nach vorne zu der nächsten Querstange. Und dann könnt ihr die nämlich schon mal aushängen. Ihr braucht so ein bisschen Bewegungsfreiheit. Ihr fangt halt hinten an, zieht das raus. Im Endeffekt habt ihr jetzt den Dachhimmel schon draußen. Und wenn ihr den Dachhimmel runter habt, sieht es bei euch wahrscheinlich genauso aus wie bei mir hier. Wo nämlich diese ganzen alten Betonplatten, das sind einfach nur Antidröhnenmatten. Das ist keine Isolierung, das sind Antidröhnenmatten. Ihr seht schon, die hängen runter. Und ich hatte es ja versucht, den Dachhimmel im eingebauten Zustand zu reinigen und jetzt seht ihr auch, warum das nicht geht, weil überall sind irgendwelche Bleche oder irgendwelche Verwerfungen, wie auch immer, Verstrebungen drin. Man kommt dann gar nicht richtig ran. Also richtig reinigen, das machen wir jetzt. Ja, und jetzt geht's zur Reinigung. Ich habe ja schon gesagt, das ist ein Vinylhimmel, der wirklich, der gibt so ein bisschen nach, wenn ihr drauf rumrubbelt. Ich habe ganze 2 Wochen dafür gebraucht, diesen kompletten Dachhimmel, das sind 2 Quadratmeter, den wirklich sauber zu machen. Wie gesagt, immer nur mit diesem Schwamm und dem Blauen. Ihr fragt euch jetzt, warum das Blaue? Ich kann es euch nicht sagen. Ich habe das Weiße noch da gehabt, weil die Flasche war irgendwann alle. Das ist jetzt hier schon wieder eine andere Flasche, die habe ich hinterher schon wieder leer gekriegt. Mit dem Hellen, also mit dem Durchsichtigen, mit dem Glasigen, funktioniert es nicht. Fragt mich nicht warum. Das muss wahrscheinlich die blaue Farbe sein oder so. Und dann müsst ihr ihn wirklich so auf den Tisch, ich habe ihn auf den Tisch gelegt und habe da wirklich immer so
zwischen zwei Fingern den gespannt und habe den da drin so ein bisschen rumgeruppelt. Ich habe zwei Schwämme genommen. Einen, wo ich dieses Zeug damit eingesprüht habe und dann eingearbeitet habe. Und dann habe ich noch einen sauberen genommen und habe damit nachgewischt. Damit hat man das richtig schön, das geht richtig bis aus in die kleinen Poren hier rein. Das sieht so von der Oberfläche so ein bisschen lederartig aus. Ihr seht es ja hier auf dem Bild. Das ist so eine Lederstruktur, die da drin ist. Und da muss man halt richtig schön reinkommen, sonst taugt das nichts. Wenn ihr das nur so halbherzig einmal oben macht, dann habt ihr halt in der Struktur immer noch den Dreck drin sitzen. Sieht scheiße aus. Ja, wie gesagt, ich habe 2,5 Wochen, nee, gut 2 Wochen für gebraucht. Also man mag es ja kaum glauben. Aber ich versuche gerade den Dachhimmel von meinem Volvo sauber zu kriegen. Und ich habe das im eingebauten Zustand schon hier mit diesen Schwämmen gemacht. Das geht eigentlich ganz gut. Da ging das sogar mit Fensterputzmittel ganz gut. Komischerweise auch nur mit dem blauen. Und ja, aber man hat halt immer diese Streifen drauf gehabt, die man hier so sieht, weil irgendwelche Kabel drunter lang liefen oder die Verstrebung vom Dach drinne waren. Und ja, und jetzt habe ich ihn halt ausgebaut, logischerweise, weil so kann er ja nicht bleiben, und versucht das halt hier auf den Tisch zu machen, und das geht recht gut. Ja, und jetzt mache ich erstmal Halbzeit. Ich will das hier nochmal zeigen. Man sieht es, glaube ich, ganz schön, dass so die Hälfte vom Bild jetzt rechts ist die saubere und links ist das schmutzige. Also es fängt ja hier schon an. Hier ist so der Übergang. Das ist noch schmutzig hier und das ist schon alles sauber. Es ist relativ matt. Ich weiß ja, ob das vorher auch mal matt war. Das kann ich gar nicht sagen. Man sieht hier schön den Unterschied. Hier vorne im Vordergrund ist jetzt halt das Dreckige. Aber was heißt dreckig? Das war ja schon relativ sauber. Aber jetzt mal richtig porentief. Und dann den Dachhimmel einbauen, funktioniert genau im umgekehrten Verfahren. Ihr fangt vorne an. Warum fangt ihr vorne an? Ganz einfach. Ihr habt vorne die Punkte, wo die Sonnenblenden angebracht werden und der Spiegel drin sitzt. An die beiden oder an die drei Punkte im Endeffekt, oder sind ja 5 Punkte, wenn ihr jetzt die Befestigung nimmt, könnt ihr euch halten mit dem Positionieren des Dachhimmels, dass der gerade sitzt. Und dann arbeitet ihr euch einfach von vorne, von der Windschutzscheibe, geht seitlich rum nach hinten durch. Und immer wieder zwischendurch dann halt diese, könnt mir mal sagen, wenn ihr wisst, wie die Dinger heißen, hier diese Querdingerbums hier, ne, diese Walfischrippen, ne, die immer wieder einhängen und ein bisschen Luft am Anfang noch drin lassen. Ihr merkt das schon, irgendwann müsst ihr ein bisschen Spannung aufbringen, weil sonst reicht es bis nach hinten nicht, aber dann könnt ihr die in Position schieben. Aber eigentlich habe ich den Himmel noch gar nicht eingebaut. Nee, weil ich mache eigentlich noch was ganz anderes. Aber das kommt in einem anderen Video. Und damit es jetzt nicht so langweilig wird, mache ich jetzt nämlich Schluss. Weil das andere ist nämlich hochinteressant, was ich da noch gemacht habe. Ich habe zwar den Dachhimmel gereinigt, aber währenddessen habe ich noch was anderes gemacht. Das war noch nicht mal teuer. Das hat gar nicht viel Geld gekostet. Irgendwie 25 Euro oder sowas. Und ein bisschen Zeit. Und ich habe es, glaube ich, im März gemacht. Die Frühlingssonne. Die hilft unwahrscheinlich bei der nächsten Arbeit, die ich mache. Und da wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei der nächsten Folge. Und das soll es für heute gewesen sein. Ja, und noch eins. Wenn euch dieser Kanal gefällt, dann dürft ihr ihn gerne abonnieren. Da unten gibt es so einen kleinen Abonnier-Button. Also genau da unten, so, da steht Abonnieren drauf. Wenn ihr dann drauf drückt, dann kommt uns so ein kleines Glöckchen. Da könnt ihr euch auch gerne noch was drauf geben. Dann kriegt ihr nämlich jedes Mal einen auf die Glocke, wenn ich ein neues Video rausbringe. Und sollte euch dieser Kanal so gut gefallen haben, dass ihr sagt, ja, den unterstütze ich gerne mal, das könnt ihr auch machen. Ich sammle gerade oder spare gerade für eine neue Kamera. Die sind nur gerade nicht so billig. Und wäre toll, wenn der eine oder andere da vielleicht mal irgendwie ein paar Cent über hätte oder wie auch immer, dass es ein bisschen schneller geht. Das wäre natürlich super. Ja, das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein. Wie gesagt, abonnieren. Ihr dürft diesen Kanal auch gerne weiterempfehlen. Ihr dürft diesen Kanal auch gerne teilen. Das könnt ihr natürlich auch machen, wenn ihr jetzt bei Facebook drin seid. Warum nicht? Und jemand kennt, der gerade das Problem mit dem dreckigen Dachhimmel bei einem Volvo P245 hat, ist das natürlich geil. Dann könnt ihr das nämlich gleich verlinken. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß noch bis zum nächsten Mal, wenn es darum geht, was ich vor dem Einbau des Dachhimmels noch gemacht habe.
das macht Spaß und ist total interessant. Und gar nicht mal so ein langes Video, weil die Arbeit ringsherum, habe ich euch jetzt im Endeffekt schon gesagt? Nee, ich erkläre euch dann noch, wie ich es eingebaut habe, den Dachhimmel. Aber im nächsten Video. Bis dann. Tschüssikowski.